Und hallo, herzlich willkommen bei unserem Was ist the Rogue Prince of Persia? Vielen Dank an alle Leute, die es wieder eingeschaltet haben. Genau, wir schauen uns heute diesen neuen Prince of Persia Teil an. Vielen Dank an Ubisoft, die so nett waren. Und, ups, au. Mir hier einen Key zur Verfügung zu stellen, damit ich euch das jetzt zeigen kann. Genau, wir durften uns das jetzt exklusiv vor Release anschauen. Schauen, was denn jetzt dieser neue böse Teil kann. Vor allem, wenn ich mich nicht irre, haben wir doch dem letzten erst einen neuen Teil gehabt. Au. Genau, da man wunderbar Leute treten im Spiel, und wenn man die auf Leute mit Schild tritt, also die Leute mit diesem blauen Ding, aua, dann man sich okay, Controller hat gesagt nee. Okay, das ist definitiv ein Feature, das ich gerne hätte, dass das Spiel automatisch pausiert, wenn es den Kontakt zum Controller verliert. Das wäre fantastisch. Ich meine, das Spiel ist noch im Early Access, von daher, ja, ist es ja noch ein Fick-Ding, das sie fixen können. Aber ich wünsche, dass sie das halt schon irgendwie... Ich meine, das ist so ein Basic-Ding, das man dann einbauen könnte. Aber jetzt seht ihr einfach schon sehr viel früher diese Roguelite-Mechanik von dem Spiel. Und zwar kommen wir immer wieder an diesen Lager zurück. Da reden wir dann mit dem Shukra, der eben uns dann immer wieder ermuntert. So, komm, komm, wird schon, wird schon. Aber sonst wirklich merkt Shukra nichts davon, dass wir jetzt gerade ganze Zeit in Zeit zurückreisen, wie ihr gerade gesehen habt. Sind wir nämlich gerade gestorben und eben zurückgereist in die Vergangenheit, um wieder 3 Tage, glaube ich, vor dem Untergang oder sowas zu landen. Hier könnten wir dann außerdem die Glimmer-Währung einsetzen und Waffen freischalten und upgraden. Das heißt, freischalten, damit wir sie irgendwann finden können. Upgraden, glaube ich, haben wir sie noch nicht gefunden. Dieser Charakter ist jetzt neu für mich auch. Hey, what are you doing here? I've crossed the mountains and forests to reach you, leaving my howling far behind me. It's not possible. I never even see you. There's no way you could be here. Now, I mean. Don't worry, Prince. Just let me rest a while and I'll be ready for all of your questions. Believe, will you still be here with all your memories? Of course, and I will even have a surprise for you. Oh, odd. Any other person who isn't affected by this time loop? Genau. Eine Person, die es auch nicht merkt. So, oder die es merkt, dass Zeit vergeht. So, Zagros Village. Können wir wieder hingehen. Oder wir können hier die anderen Orte hingehen. Das Camp der Hunnen. Genau, wir gehen jetzt nochmal ins Zagros Village. Mal nochmal das Anfängergebiet sehen und hoffentlich den Kontakt zum Controller verlieren. Genau, das Laden braucht ein bisschen Ressourcen, was ihr dann an den Frames merkt. Das finde ich ein bisschen spannend, dass es das so krass braucht, aber ja. Ah ja, so. Oh. Und haben wir ein bisschen Glimmer bekommen. Hier irgendwo direkt hingehen. Probieren wir mal. Wohin kommen wir da? Ah, okay. Challenge-Gebiet. Ich glaube, wenn ich jetzt hier... Ne, da würde ich sofort dagegen knallen. Au. Au.
Noch fehlt mir so ein bisschen Übung darin und gefühlt fehlt mir auch Equipment. Nein. Hallo? Kann ich... Nein, ich kann... darf hier nicht laufen. Das war eine schlechte Entscheidung, hier reinzugehen. Mir fehlen hier Tools dafür, weil ich konnte eigentlich nicht nach links springen. Außer ich hätte natürlich diesen kleinen Fitzel Wand verwenden sollen, der da so ein bisschen rausgeschaut hat. Kann sein. Okay. So, jetzt wird das nicht. Oh, der hat jetzt tatsächlich einen neuen Laden. Was ist denn jetzt? Ah, da können wir die Medaillons. Anschauen zumindest. Na, das ist nämlich noch eine Mühle, die ich euch dann vermutlich gleich zeigen werde, wenn wir dann nochmal über welche stolpern. I have something for you, my prince. What is that up, Yavi? You must concentrate. Look at this medallion. This is Dravia medallion. My people make these when they pray for. So you're behind this magic. These medallions really aren't you very useful. They are very powerful, which is why you should learn how to use them properly. Be noble of you to help me like this. I can even make new ones for you, for a few spirit glimmers. Will you tell me your name so that I may thank you properly? My name is Pachi. Thank you very much, Pachi. This will be a great help. Alright, das heißt, jetzt können wir Dinge freischalten. Portal? Okay. A burning enemy express a fire to nearby enemies. Genau, wie man dann vielleicht sich auch vorstellen kann, hier kriegt man auch Flaming Kicking. When kicking an enemy, restore 24 points, inflict 12 bonus damage und set fire to the area. Jetzt ist da aber diese Mecha, da sieht man so diese drei Sterne. Und das heißt, die bekommt man nur, wenn man tatsächlich das Ding bis zum, also vollständig upgradet hat. Heißt aber nicht, dass man irgendwie die jetzt erst noch Ewigkeiten hier mit Glimmer vollstoffen muss, sondern nein, man muss sie nur an der richtigen Stelle platzieren. Und wie gesagt, das versuche ich euch jetzt gleich mal zu zeigen, wenn ich nicht beim nächsten Mal wieder so viel sterbe. Ich glaube, ich sollte einfach kein Risiko eingehen, irgendwo besondere Wege lang gehen. Einfach mal normale Wege gehen. Das wäre doch mal was. Einfach normal kämpfen. Da kriege ich auch so schon. So. Genau, also ich habe, wo ich jetzt hier euch gezeigt habe, irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Stunden gespielt oder so. Vielleicht, oder gar nicht mal so lange, glaube ich. Sehr viel kürzer. Irgendwas. Ja, den kann ich nicht treten. Den kann ich treten. Upsala. Okay, ich glaube, ich muss einfach mal anfangen, Leute einfach so zu hauen. Und dann vielleicht nicht in die nächste Bombe reinspringen. So. Ist irgendwas. Da oben ist Glimmer und ich komme nicht hin. Das ist ja tragisch. Ah, doch, ich komme hin. Genau, mit B kann man noch mal ein bisschen dashen. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin vergessen hatte wieder. Dass es das gibt. Unten ist nix.
You can win medallions with sticky dive. When hitting the ground with dive attack, spread. Yep. Wollen wir das auf die Fresse bekommen? Ja, das heißt. Wir upgraden eins weiter rechts. Ah, dann. Was hier in der Mitte oder da ganz links hin, weil. Wir upgraden ja. Also, das kann ja nicht mehr upgraded werden. Ich bin schlecht und ich sollte mich schlecht fühlen oder so ähnlich. So, jetzt haben wir ihn erledigt. Möglicherweise bin ich nicht furchtbar in dem Spiel. Sonst würdet ihr jetzt die ganze Zeit sehen, wie ich jetzt hier sterbe und sterbe und sterbe. Aber ja, wir haben jetzt. Genau, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann ich die Glimmer behalten darf. Ich glaube, dafür muss ich einen großen Teil des Levels schaffen. Wie ich die behalten darf. Warum ist es? Hey, for the ritual. I couldn't care less about your magic tricks. Where's my pot? Jokra. Hey, kid. I'll be with you just a moment. There's something I need to do right now. Allow me to repeat. Your shields you from the powers of the Princess Bola. But yes, I indeed need to borrow your pot. Yeah, wait, you broke my pot. Archie, what ritual are you talking about? My prince, have you not noticed anything? Didn't? Apart from this enormous structure, you mean? It's like my bola's resonating. Indeed, I thought it wise to shield the oasis from your bola's power. This way, the people here won't be affected anymore when you go back in time. Hmm. That could prove very helpful. Okay, sehr nice. Also, das heißt, auch Shukra wird sich jetzt daran erinnern. So, wir probieren jetzt einfach mal einen anderen Weg. Ja. Steigen wir mit dem Seil hier auf ins Kettenhund. Dann seht ihr zumindest mal andere Gegner. Mein, wenn ich sie schon nicht euch dadurch zeigen kann, indem ich einfach das Level wechsle. Ich euch zumindest mal andere Gegner zeigen. Aber genau. Falls euch irgendwie ein Vergleich irgendwie zum Spiel fehlt, dann würde ich sagen, es ist sowas wie Dead Cells oder auch Forgone. Die Power Attack kann ich auch mal wieder nutzen. Au. Das kann doch auffallen, dass wir immer noch die. Das Medaillon haben. Das Resin-Medaillon. Das überrascht mich tatsächlich gerade. 250 Hauptpoints. Ja, komm. Und dann jetzt eine neue Waffe. Oh, was haben wir hier bekommen?
Ah, dieser Altar war das. Der schickt Glimmer nach Hause. Das heißt, jetzt haben wir die paar, die wir jetzt bekommen haben, mal gesaved. Und das extra jetzt nicht. Schauen wir, dass ich jetzt einfach hier weiterkomme. Und... mhm, meine Waffe upgrade oder so ähnlich. Ja, nein. Bisschen ärgerlich, dass ich hier quasi das for free bekommen hätte, was ich mir für 250 Leben hier kostbar. Au. Ah ja, okay. So, jetzt können wir mal unseren Heiltrank nehmen. Ist mir gerade eingefallen, ich habe ja einen Heiltrank. Gold mit. Gold ist dann wichtig, wenn wir Händler finden. Wie ich gerade sagte. Händler finden. Hm. So, wir könnten uns einfach hier verheilen. Da ich gerade ein bisschen kaputt bin, klingt das gar nicht mal so nach schlechten Ideen. Wenn wir nochmal 50 Gold finden. Na toll, da oben hätte ich jetzt vor Free Heilung bekommen. Natürlich. This mission is all that seems to capture someone in the academy. Show off and clamp. Leben. Okay, will ich jetzt hier nicht. Hm. Ich hätte das ein bisschen drauf gesetzt, dass ich. Hier auf die Fresse bekommen würde. Nee. Aber zumindest ist das hier anscheinend bei. Na gut, dann holen wir uns einfach so das Leben. Genau, der Bogen hat außerdem unendlich Munition. Wir müssen nur regelmäßig quasi aufladen. Dadurch, dass wir Gegner schlagen oder töten. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Testen. Ja. Indem wir sie treffen, laden wir es auf. Frage. Gab es hier noch was? Nö. Ist auch fertig. Unten haben wir jetzt eine Schatztruhe. Das Krasse an dem Spiel finde ich ja, hier auch for free die Munition, besser einen Bogen bekommen. Slicing Vault. Das mag ich. Hm. Das upgradet witzigerweise auch den Platz rechts von mir. Und mir fällt hier auf, na, ich hatte ja ursprünglich dieses. Wenn ich auf dem Boden aufkomme, dieses Resin-Medaillen. Ich glaube, es ist gerade gebuggt, weil das sollte eigentlich nicht sein, dass ich da das noch bekomme. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich will jetzt mal auf diesen Platz auch draufladen. Mal schauen, ob ich dadurch den anderen Dings verliere. Genau, wie gesagt, ne, ist noch Early Access, deswegen kann sein, dass es da hier und da ein paar Bugs gibt.
Aber ich denke, das werden die auch fixen. Ich verliere, hab das nicht verloren, witzigerweise. Ah. Au. Ja, der Arsch kann auch nach oben angreifen. Das hatte ich etwas vergessen. Every vault you perform, spread resin. Hm. Was hier tun? Damit alles. Da unten war ich ja schon. Wer ist denn jetzt als nächstes dran? Unten. Neues Portal. Jedenfalls neues Portal. Da kommen wir zur Grand Academy. Oder dann hier nochmal nach oben. Und zumindest mal mit dem Gegner da oben. Au. Das hat mich jetzt echt viel gekostet. Wenigstens habe ich hier Heilung bekommen. Wo komme ich hier noch? Rune Aqueduct. Okay. So, das war's vermutlich bis aktuell. Hm. Dann gehe ich zur Grand Academy, da war ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht. So, da. Genau, mit denen, wie ihr seht, können wir schnell reisen zu jedem anderen Ort, wo wir schon mal waren. Also zumindest innerhalb der Art, in der wir gerade sind. Und das ist durchaus praktisch. Ach, wieder die schönen Ladezeiten. 3 frames per second. Aber genau, insgesamt, was ich bisher so für Spiele erlebt habe, macht viel Spaß, es spielt sich sehr flüssig, man muss halt ein bisschen kurz in seinen Groove reinkommen, wie ihr vielleicht jetzt am Anfang gemerkt habt, so, wo ich mich so richtig schlecht angestellt habe, bis ich dann wirklich tatsächlich angekommen bin im Game. Und ja, dann ist es auch richtig, richtig gut. Ich meine, davor macht es auch schon Spaß, aber davor habe ich mich echt schlecht angestellt. Na, wir bekommen jetzt hier auch immer wieder unsere Heilung, wir können mal schauen. Ne, keine Heilung mehr. Erst hier wird es aufgefrischt. Oder schauen, nicht, dass ich jetzt schon Heilung verschwende. Something burning. Oh no, Father will be furious. Ja, das wäre schlecht, wenn der Vater wütend ist. Das hier zu. Genau. Eins der richtig geilen Sachen hieran ist ja die Musik. Die Musik hat mich. Bei dem, aua. Aua.
echt, echt glücklich gemacht, weil sie super nice ist. Viele Sägeblätter. Die machen mich schon ein bisschen unglücklich. So. Hm. Hier noch weiter hoch. Oh, vielleicht über. Genau, hier rüber. Oder muss ich rüber zu dir? Ich glaube, ich muss rüber zu dir. Das kriegen wir auch hin. Ah, das war unglücklich. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Okay, Self-Destructor. Good to know. Hatte ich nämlich noch nicht. Ja, die hatte ich noch nicht. Was? Das sieht noch hier aus. Ja, wie es aussieht, ne, aus Blizzard-Teilen kennt man es ja, dass man irgendwie über gegen Gegner hangelt, dass man... Wow, hat sich gelohnt, diese Tür aufzumachen. Dass man hier an Stangen entlang hangelt. Und so weiter und so fort. Ich glaube, die hat mich leider da nochmal erwischt. Schickt. Ist die Frage, kann ich die rechtzeitig öffnen? Muss ich irgendwie anders öffnen. Dass ich jetzt hier dran nichts tun habe. Ich glaube, dann kann ich jetzt noch runterfahren, aber da bin ich gar nicht runter. Oh wait, die Türe geht kaputt. Die Türe geht kaputt. So, jetzt haben wir schon ordentlich Glimmer bekommen. Jetzt hoffen wir, dass wir tatsächlich mal das hier überleben.
Das ja. Nehme ich Colonize mit dem Moment. Jetzt haben wir bisher immer nur so Sachen, die nach rechts irgendwie upgraden. Kann ich die auch wieder schließen? Nee, wieder schließen. Kann ich zumachen. Ja, kaputt machen. Türen muss man immer kaputt machen. So, ich glaube, hier waren wir auch fertig. Genau, Aufzug fahren. Da haben wir noch ganz unten, wo wir gleich angefangen haben. Oh. Und damit haben wir jetzt den ersten Teil vom Tor aufgemacht. Okay. Gehen wir jetzt hier nochmal zurück. Schätzungsweise müssen wir jetzt hier nach rechts weitergehen. Au! Mist. Nicht wirklich. Ja, aber meine 55. Oh Gott, die 55 Klimmer habe ich jetzt echt verloren. Ah. Oh, da war ich gerade irgendwie nicht auf einen Gegner gefasst. Unpraktisch. Aber gut, dann hier nochmal. Mal schauen, was ihnen jetzt einfällt. Shukra. I came across Brute, the Hunt General. Genau. Das war früher drauf. She's somewhat surprising. I've never met anyone like her. You talked to her before attacking, I hope. Yes, well, if you can call it talking anyway. Genau, die Brute ist nämlich ein Monster. Die Hunden haben wohl sich irgendwelche Magie hingegeben und haben sich zu Monster verwandeln lassen. Hat man ja auch schon teilweise gesehen, dass die so komische Krallen haben, Hörner. Oh ja. So. Und jetzt fällt euch auf vielleicht so, dass ich das Spiel jetzt hier schon wieder in Englisch spiele. Denkt euch so, ah ja, vielleicht ist es ja einfach nur Gerun-typisch, der spielt ja alle Spiele auf Englisch. Ich muss euch enttäuschen. Diesmal ist es leider nicht das. Das Spiel kommt jetzt am Anfang noch nicht in Deutsch. Obwohl nur Text, ne, hier ist. Also es gibt ja keine Sprachausgabe, wie ihr gehört habt. Aber ja, Text ist noch nicht auf Deutsch verfügbar. Ihr müsst mit Englisch vorlieben nehmen. Ich glaube, es gibt noch Französisch. Aber irgendwie, Englisch hat den Cut nicht geschafft. Deutsch hat den Cut leider nicht geschafft. Was ich auch sehr schade finde. Naja. So, so ist's. Okay, ich glaube, das ist jetzt aber echt nicht intended, dass ich alle meine Medaillons behalten darf. Ich habe jetzt auch das Medaillon mit dem, wenn ich über Leute überspringe, dann, au, werfe ich Dolche. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Teil des Deals war. Wie gesagt, ist noch Early Access, ein paar Bugs werden noch sein. Dann hoffentlich baldig auch ausgemerzt werden. Na super, ich kriege nicht mehr Energie mehr.
Okay. Aktuell macht es uns den Kampf einfacher, was ich auch ein bisschen schade finde. Ja. So, komm, jetzt haben wir hier es auch wieder naturell gefunden. Ich muss jetzt hier so ein. Ich finde nur diesmal wenigstens aber auch spannendere Medaillons. Irgendwie die Medaillons, die ich so beim ersten Mal getroffen gefunden habe, finde ich jetzt hier gerade gar nicht mehr. Ah. Genau, jetzt finden wir wieder Azede. Oder Azada. Azade. Haben wir schon mal getroffen. Aber die erinnert sich natürlich nicht an uns, weil wir sind ja nicht. Also sie ist nicht Teil der Oase. Deswegen, no memories for her. Okay. Jetzt hier die Grand Academy. Achso, so schnell geht es wieder zur Grand Academy. Eigentlich könnte man dann. Ja, lass mal alles hier skippen. Und direkt wieder hier reingehen. Schauen wir, ob wir es diesmal kriegen. Genau, wie ihr den gleich auch sehen werdet, es ist Random Generation mit drin. Ich meine, das habt ihr jetzt auch schon bei Zagros Village gesehen. Das haben wir jetzt mit zwei, drei Mal angespielt. Das ist immer wieder ein bisschen anders gewesen. Und genau. So, ich weiß es gerade gar nicht, ob ich es noch schaffe, euch den Bosskampf zu zeigen. Ich glaube, der ist beim. Also, wenn ich die Grand Academy schaffen würde, dann würde ich es euch zeigen. Beim letzten Mal habe ich das Aquädukt-Level gemacht. Das ging anscheinend sehr viel einfacher als die Grand Academy. Gut waren sie auch kleiner. So. Achso, genau. Das wieder. Dieser Teil zumindest scheint sehr gleich zu sein. Ah, nein. Geschilderten Gegner kann man auch nicht treten, solange sie geschildert sind. Au. Deswegen tritt man Gegner in sie rein, dann sind sie nicht mehr geschildert. Genau, ich hatte nämlich auch so coole Sachen. Da hat man sich. Au! Dann geheilt, wenn man. Diese kleinen Portale gefunden hat. So um 10 HP oder so. Das ist nicht viel, aber auf Dauer. Lohnt sich das halt trotzdem. So, irgendwie hatte ich jetzt hier auf mehr gehofft. Als nur ein Gegner. Genau, wenn ein Gegner auch in Hindernisse reintritt, dann hilft das auch. Und natürlich kann man auch fein einfach in Gegner allen reintreten. So. So,
war. Jetzt muss von unten aufgemacht. Diesmal stelle ich mich richtig gut an. Weil, wie man sieht, ich habe nur 100 HP verloren. Ja. Ich sehe 5 Gold Coins. So, jetzt bekommen. Genau, jetzt bekommen wir sogar 2. Zweite Stufe davon direkt. Und bessere Fernkampfwaffe. Genau, das Coole an der Fernkampfwaffe, die ich jetzt gerade gefunden habe, ist, dass sie auch wie ein Bumerang zurückkommt. Ja. Und Tor ist offen. Nice. Ah, okay. Ich muss zugeben, ich hätte erwartet, dass wir jetzt irgendwie damit weiterkommen als nur das jetzt. Aber anscheinend kommen wir das auch. Ich muss mich nur gedulden. So, jetzt kommen wir, glaube ich, auch zum Bosskampf, bei dem ich mich wieder richtig, richtig furchtbar tun werde. Leider. Genau, das hier. Das habe ich bei Root jetzt wieder. Und dann dürfen wir uns jetzt hier wieder. Au. Ich glaube, ich muss weiter nach oben bei sowas springen. Genau, ich denke hier noch zu wenig in Prince of Persia. Au. Jetzt. Das Fiese ist, das war jetzt nur ihr Schild, was ich bisher. Aua! Was? Wo kam das denn her? Das ist irgendwie komplett übersehen. Das war jetzt bisher alles nur ihr Schild und ihre 4000 Leben, 5000 Leben. Ich glaube, die werden wir dann nicht in dem Kampf killen, sondern ihr Schild wäre dann das, was wir jetzt für den Bosskampf gemacht hätten. Aber ja, genau. Aber damit habt ihr jetzt mal einen ersten Eindruck bekommen, was ist The Rogue Prince of Persia. Das gibt es jetzt dann ab, irgendwie demnächst zu kaufen. Schaut in der Beschreibung nach, ich werde es da listen, in der YouTube-Beschreibung. Genau, falls ihr es dann kaufen wollt. Link findet ihr auch unten, gibt es auf Steam und auf vielen anderen Plattformen. Ich habe es jetzt mit einem Xbox-Controller gespielt, man kann es auch mit Maustastatur spielen. Also wenn ihr sagt so, wow, oh ja, hier, Maustastatur ist mein Ding, dann könnt ihr das natürlich machen. Und ja, aber dann schon mal vielen Dank einfach nur an Ubisoft, die mir hier den Key zur Verfügung gestellt haben, damit ich das hier mal austesten kann. Ja, noch einen schönen Tag. Hi. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen, lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.